Prost. Servus, Renate. Hallo, Wandrat. Grüß dich. Du, Renate, hör einmal, ich habe da ein kleines Problem. Und ich hoffe, dass du mir dabei ein bisschen helfen kannst. Meine Tochter hat so einen tollen Thermomix. Und die Leitzimmern jetzt. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich mit dem Gerät umgehen muss. Ja, Wandrat, dann darf ich sagen, wir begeben uns zum Thermomix und dann zeige ich dir das gleich. Mein, das ist so nett, danke. Ja, und da machen wir heute den Lachs, Risotto mit dem Lachs und die Tomaten. Dann tippst du da drauf. Dann Entschuldige, schaut das so aus, dann das Essen. Ja, ich hoffe, schauen wir mal. Also bei mir war es damals so, ich habe eine alte Küchenmaschine gehabt und da ist ein Bestandteil kaputt gegangen. Und dann hätte ich das gerne repariert gehabt und das war aber nicht möglich, weil das Ersatzteil war nicht mehr zum Bekommen. Und dann habe ich mich mal erkundigt und dann bin ich zu der Firma Vorwerk gekommen, zum Thermomix. Und Vorwerk gibt es mittlerweile jetzt dieses Jahr seit 140 Jahren. Heuer haben wir Jubiläumsjahr und das war für mich einfach ein Qualitätskriterium, wo ich alle Ersatzteile wieder kriege, wo man was gekriegt wird, wenn einmal was kaputt geht. Jetzt tun wir das einfach fortsetzen, da wo wir zuerst aufgehört haben. Ah ja. So, jetzt will ich ein Risotto reis. Jetzt haben wir einen Deckel runter da. Ja. Siehst du, jetzt hat er das umgeschwitzt. Jetzt müssen wir die Waage auf Null stellen, so wie jede andere Waage halt auch. Wenn du den Deckel runter tust, musst du das einfach auf Tara. Auf Tara ist normal. Ganz normal, ja. Wie bei jeder Waage. Ja. So, und jetzt will ich 200 Gramm Risotto reis holen. Gramm, 200 Gramm. Ja. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich auch deshalb sehr begeistert davon, weil ich bin ja ausgebildeter Mikronährstoffcoach und beschäftige mich natürlich sehr viel mit Essen, mit Vitaminen, mit Allergenen und bin draufgekommen, wenn man jetzt so diese Fertigprodukte nur nimmt, dass da sehr viel Allergene und Zusatzstoffe drin sind. Zu kochen ist für manche echt schwierig. Und mit dem Thermomix ist das ganz einfach. Man kann sich erstens einmal alles selber herstellen. Ich stelle mir meine Suppenpasta selber her. Also ich kaufe keine fertigen Gemüsewürfel. Ich mache meine Marmelade selber. Ich mache mein Salz selber. Eine Zitronensalzpaste gibt es. Dann mein Vanillezucker. Das kann ich alles ganz einfach mit dem produzieren. Interessant. Jetzt haben wir einen Sekt dazu. In jedes Risotto gehört ein Sekt rein. Jetzt haben wir den Deckel runter, jetzt müssen wir da. Oder Wein, ja. Aha. So, weiter. Jetzt haben wir noch Wasser von uns. 520. Beim Ding waren wir ein bisschen drüber, dann nehmen wir da jetzt 540 noch. Aufsatz oder was? Genau, das ist jetzt eigentlich der Dampfgarer. Das ist das Einzige, was du überfilmst. Da gibt's nichts mehr. So. Mal schauen, wie schön. Ich habe nur Risotto für den André und für die Renate gemacht. Weil ich habe das so gern gehabt. Und ich habe beim Reis gemacht. Ich habe einen Reis eingefahren, was überblieben ist. Ja. Und dann habe ich auch bei meinem Reis gemacht. Den habe ich auch fast gemacht. Fast. Und jetzt mache ich Bananeneis. Also, da steht alles da. 300 Gramm Bananen, reif, ca. 2 bis 3 Stück in Scheiben, etc. 10 Minuten andauern, muss ich gefroren sein. Okay, angedauert haben wir es. In den Mixtopf geben. Ich schicke, das kann man weiter tun. Nochmal? Ja, weiter. 100 Gramm Joghurt brauche ich. 1,5% Fett. 300. Da steht alles da. So, unser Bananeneis da, das hat keinen Zucker. Das sind rein reife Bananen mit ein bisschen Joghurt. Ist ganz einfach, ist in ein paar Minuten fertig und sehr gesund. Kann jedes Kind essen. Es ist nur Obst, gefrorenes Obst, das zu Eis verarbeitet worden ist. Das ist jetzt der Schokokuchen. Das ist so schön gemacht worden. Das ist ja auch so schön, das.
So, wie wir heute gesehen haben, ist der Thermomix nicht nur für Leute, die nicht kochen können, sondern auch für die Hausfrau, die sehr wohl kochen kann, wie wir heute bei der Waltraud gesehen haben. Und den haben auch sehr viele Köche und er wird auch in der Gastronomie verwendet, weil es einfach wirklich ein super praktisches Gerät ist.